Nicht bewegen! Shit. Solch Nahe-Ziele kann man nicht verfehlen. Waffe fallen lassen. Langsam. Sie sind ein Narr, dass Sie hierher zurückgekommen sind. Eine Scharfschützendame, wie? Wussten Sie nicht, dass 2/3 der besten Scharfschützen der Welt Frauen sind? Möchten Sie zuerst sterben? Oder lieber Ihrer Freundin zusehen? Nachdem Sie tot sind. Ach wirklich? Wenigstens geben Sie nicht auf. Ich bin Sniper Wolf. Und ich töte meine Opfer. Immer. Sie sind für mich eine besondere Beute. Klar. Ich habe sie gezeichnet. Nicht vergessen. Bis ich dich töte, denke ich nur an dich. Weg mit ihm! Tötet ihn noch nicht! Ich will ihn leben. Er gehört mir. Keine weiteren Unfälle mit dem Datenschein. Er ist mein. Meine Zielscheibe. Hörst du mich, Solid Snake? Er ist härter, als ich dachte. Weißt du, wer ich bin? Der Weihnachtsmann? Ich wusste, ich würde dich eines Tages treffen. Mann, der das meine gestohlen hat. Der mein Geburtsrecht gestohlen hat. Vergiss es. Du bist gut festgebunden. Ich bin der Mann, dem du alles Gute weggenommen hast. Und jetzt, nach dem Opfern unserer Brüder, nach 30 langen Jahren, treffen wir uns endlich. Der Bruder des Lichts und der Bruder der Dunkelheit. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nur dieses grelle Licht. Brauchst du seine DNA auch? Ja. Ich brauche eine Probe, solange er noch lebt. Wir müssen die Mutationen in den Genomsoldaten korrigieren. Können wir sie dann heilen? Nein, wir brauchen immer noch die DNA des Big Boss. Haben Sie unsere Forderungen erfüllt? Noch nicht. Sie werden es nicht tun. Alles Heuchler. Jeder Einzelne. Ist das deine Meinung als Kurdin? Politik kommt immer zuerst. Richtig. Deswegen wollen sie das Durchsickern von Informationen über die neue Atomwaffe vermeiden. Boss, ich glaube, unser Freund ist wach. Na, wir sind uns doch ähnlich, findest du nicht, kleiner Bruder? Oder sollte ich sagen, großer Bruder? Ich weiß nicht, aber das ist egal. Du und ich sind die letzten überlebenden Söhne des Big Boss. Ich bin's. Tatsächlich? Und dann? Diese Idioten! Also gut, Raven, ich komme sofort. Sie erfüllen unsere Forderungen nicht. Wir zünden die erste Rakete wie geplant in 10 Stunden. Verdammte Amerikaner! Sie haben sich wohl verschätzt. Etwas stimmt nicht. Die Amerikaner sind sonst immer die Ersten am Verhandlungstisch. Sie müssen glauben, noch einen Trumpf in der Hand zu haben. Das ist es also dann. Wir zünden die Atomrakete und reiten sie schön in die Geschichte ein. Ich kümmere mich um die Startvorbereitung. Du übernimmst, Ocelot. Und du?
Möchtest du dem Spektakel zusehen? Nein, kein Interesse. Ich muss die Familie füttern. Du ziehst deine Wölfe meiner Show vor? Hm. Ocelot, keine weiteren Pannen wie mit dem Chef. Ja, ich weiß. Das war ein Unfall. Ich hatte mir den Bürohengst nicht so hartnäckig vorgestellt. Nun, seine mentale Abwehr wurde durch Hypnotherapie verstärkt. Boss, was ist mit dem Ninja? Er hat 12 Männer getötet, wer immer er ist. Er ist ein Spinner. Der Kerl hat mir meine Hand genommen. Wie kam der rein? Vielleicht gibt's einen Spion unter uns. Mantis ist tot. Wir wissen noch nicht, woran Baker und Octopus starben. Uns fehlen Leute, also halte die Folter so kurz wie möglich. Folter? Das ist ein Verhör. Ach, wie du willst. Bis später, Bruder. Dein Mädchen gibt es noch. Mel? Bis später, Hübscher. Ah, wenn sie mal ein Opfer hat, denkt sie an nichts anderes mehr. Manchmal verliebt sie sich sogar in ein Opfer, bevor sie es umbringt. Endlich sind wir allein. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ich habe auf dem Drehtisch gut geschlafen. Schade, dass ich alleine war. Freut mich aber. Das ist auch kein gewöhnliches Bett. Ich zeig dir ein paar der interessanteren Funktionen. Wo sind meine Sachen? Oh, keine Sorge. Ist alles hier. Washington hat mit dir einen gewagten Versuch unternommen. Sieht so aus, als hätten sie dich überschätzt, mein Bodenjunge. Metal Gear ist also mit einer neuen Art Atomsprengkopf bewaffnet, hm? Warum fragst du nicht Campbell nach den Einzelheiten? Inkarno. Übrigens, du hast eine Laserdisc von Präsident Baker erhalten, nicht wahr? Und wenn? Ist das die einzige Disc? Keine weiteren Daten? Was meinen Sie? Es gibt keine Kopie? Wenn nicht, kein Problem. Ist Meryl okay? Sie lebt noch. Wolf war wohl in großzügiger Stimmung. Und wenn sie weiterleben soll, fängst du wohl besser an, meine Fragen zu beantworten. Du hattest eine Schlüsselkarte. Wo sind die beiden anderen? Was ist der Trick mit den Schlüsseln? Trick. Der Präsident dieses Wiesel sagte, es gäbe einen Trick beim Verwenden der Schlüssel. Keine Ahnung. Aha. Kein Problem. Wir werden ein Spiel spielen, Snake, und herausfinden, was für ein Mann du wirklich bist. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, gib auf und dein Leiden hat ein Ende. Wenn du das tust, gehört das Leben des Mädchens mir. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Falls sie aufgeben möchten, drücken sie die Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Vergessen Sie Dauerfeuer oder es knallt. Sie haben Ihr Spiel lange nicht gespeichert, Snake. Ja. Na und? Wenn Sie die Folter nicht überleben, ist das Spiel vorbei. Wollen Sie das alles nochmal machen? Ich werde es nicht weitersagen, aber geben Sie doch auf. Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch Ihren Körper leiten. Nur für eine kurze Zeit. Es wird Sie nicht töten. Sie sind hart, Snake, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt Sie retten. Langsam, ungemütlich. Gut. So ist das richtig. Schön. Fangen wir an. Shit. Okay, los geht's. Ja, ich habe Angst. Nein, nicht wirklich. Man kriegt man so einen leichten Krampf im Finger. Wie fanden Sie das? Noch einmal?
Nein, bitte nicht. Boah, das ist echt schwierig, da drauf zu hämmern. Haben Sie schon genug? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Was? Oh nein. Oh shitty. Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Sie sind wirklich der Bruder vom Boss. Ihr Bruder, ein erstaunlicher Mann. Wer sonst könnte eine F-16 mit einem Hind-Helikopter abschießen? Das Projekt Les Enfants Terribles war nicht umsonst. Er kann meine Träume Realität werden lassen. Wir deine Albträume. Wir haben da Scheiße an den Schuh am rechts. Ich hab wohl einen Mitbewohner. Der DARPA-Chef. Das stinkt. Es stinkt, hat er gesagt. Und das stinkt, steht da unter dem. Okay. Mist. Ich hab mich erkältet. Diese Hexe. Sie hat meine Uniform. Was machst du denn? Was machst du denn? Wieso doch? Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt. Snake. Die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl, aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear, geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? So viel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar unkritische Atomtests erregen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja. Morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das START-3-Abkommen. Ach so, daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder START-2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Platz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Snake, stoppen Sie sie! Weshalb sollte ich? Sie sind der Einzige, der das kann! Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf! Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, weshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss? Sehen Sie, gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenikexperimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genomarmee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel. Tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig.
Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Kein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten? Kaum, nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt, kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstech heimlich installierte Gegenmaßnahme. Sie muss mit 3 Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss es nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Brechen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu viel. Marrow, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur 4 Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber Sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass Sie ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Ja, aber indem er mit dir redet, sagt er schon zu viel. Eine verschlossene Tür heißt nicht, dass es keine Fluchtmöglichkeit gibt. Halten Sie Augen und Ohren offen und nutzen Sie jede Chance. Altagon, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Sind Sie in Ordnung? Ich hatte solche Angst. Es muss schrecklich gewesen sein. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Mann, Sie sind wirklich sehr tapfer. Gut, dass der Codec direkt mit Ihrem Innenohr verbunden ist. So können Sie uns jederzeit anrufen. Wir hören gern, dass es Ihnen gut geht. Rufen Sie doch den Colonel an. Wenn jemand einen Weg nach draußen weiß, dann er. Oder auch nicht. So. Speichert. Bitte, Snake, nicht aufgeben. Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo, wie wir alle. Das ist Ihre Chance. Aufs Klo, ja. Hey, Johnny, willst du nicht mal aufs Klo gehen? Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe. Was machst du denn? Was machst du denn? Komm her, Johnny, mach Tür auf. Wir wissen doch, dass du nicht zu denen gehörst. Oder hat er doch wirklich zu denen gehört am Anfang? Halten Sie die Klappe! Ich sag doch gar nichts. Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe, ja. Was machst du denn? Was machst du denn? Lind ist da auch noch. Halten Sie die Klappe! Showtime, Snake. Ocelot ruft dich. Oh nö. Thank you.
Okay, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können Sie die Folter überleben. Falls Sie aufgeben möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn Ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Ja, ja. Ich habe in Afghanistan, Mosambik, Eritrea und im Tschad gekämpft. Die afghanischen Guerillas kannten und fürchteten mich als Shalashaska. Ich trainierte im russischen GRU. Wir sind doch keine KGB-Würmer. Das ist nicht Folter. Das ist Sport. Ihr seid doch trostlose Sadisten. Verwechseln Sie mich nicht mit den Uniformen. Nun denn, wollen wir anfangen. Okay, los geht's. Was wäre wohl passiert, wenn der Ninja ihn beide Hände abgeschnitten hätte? Ich könnte ja gar nichts drücken. Außer mit deinen Stümpfen. Wie fanden Sie das? Noch einmal? Nein. Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zurzeit Leiter der Spetsnaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Hind war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld? Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Ja. Ocelot, du hast immer noch Wolfscheater am Fuß. Mach das eigentlich mal weg, deswegen stinkt das ja auch hier so in der Folterkammer. Ach, kleiner Spaß muss sein. Sind Sie okay, Snake? Ja, es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Mein Arm tut weh. Armer Snake. Ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay, aber lassen Sie das Benzedrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm. Was? Keine Angst, es fühlt sich gut an. Hm? Okay, los geht's. Oh. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein, es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tot.
durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten sie auch nicht. Das geschah vor 6 Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich ihr Vater? Das hat er gesagt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja, das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jaeger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Gray Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja, das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und Sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig, aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihren Genen, nicht? Hören Sie, Naomi. Was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte, anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher, aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von 4 Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin, keine Wahrsagerin. Ha. Ach ja. Ja, die Geschichte über Sansibar und so. Das würde ich gerne mal wirklich erspielen. Ich weiß, die Spiele gibt es mittlerweile auf dieser HD-Kollektion. Und die neue, die jetzt auch jetzt, glaube ich, im September rauskommt oder im Oktober. Aber das ist ja die Perspektive und das Spielverhalten, was mich bisher immer abgeschreckt hat. Dieses Spiel, weil ich überhaupt mit der Steuerung nie klar kam. Vielleicht werde ich mich auch noch daran mal versuchen. Denn wer weiß, ob das überhaupt mal jemals in anderer Grafik mal rauskommen wird. Ich meine, gut, es kommt jetzt ja nächstes Jahr Metal Gear 3 in Remake raus. Eine Gear Solid 3 Remake.
Wer weiß, ob das danach dann mit den anderen beiden Titeln dann auch kommt, in verbesserter Grafik. Das weiß man ja leider nicht. Sagen Sie nichts, was Ihren Folterer ärgern könnte. Wenn er wütend wird, wird es für Sie nur schlimmer. Sie müssen Ihre Kraft bewahren. Eine verschlossene Tür heißt nicht, dass es keine Flucht... Ja, ich weiß. Otacon! Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Ich bin nicht aufgeregt. Weiß bloß nicht, wie ich die Zeit verbringen soll. Nun klar. Ich komme so schnell ich kann. Es dauert zu lange. Halt dich, du alter Sack, du. Halten Sie die Klappe! Ich sag doch gar nichts, Donny. Oh, mein Magen, verdammt! Ey, laufen Sie nicht weg! Jüngiger Sack. Wir sind ja alleine. Du alte Leiche, du. Hey, ich bin hier! Wo? Ich bin's! Otacon! Wow, die haben sogar sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus! Loslassen! Das tut weh! Schnell! Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen! Mann, das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank, Schau ihn dir an. Hä? Igitike, das ist der DARPA-Chef. Wenn du dich nicht beeilst und mich herausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, Sie hätten Hunger. Wenn Sie Essen brauchen, kann ich Ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für Sie. Stufe 6. Das lässt Sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Sie mag Hunde. Sie ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot! Sie hat auf Merrill geschossen! Na, ich habe mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier rausholen. Hey, ich versuche mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Ich kann das nicht. Du musst. Der bringt mich um. Oh nein. Er kommt zurück. Bis bald. Warte. Ich meine, er kann sich doch unsichtbar machen und ihn dann einfach von hinten einfach niederschlagen. Ich meine, Johnny ist nicht besonders intelligent. Okay. Ketchup. Was ist los? Aus, Donny. Ah. Ich sag ja, Johnny hält nichts aus.
Tut mir leid. Snake Items. Schlangen-Items. Hat der gegessen? Boah, bloß raus hier. Boah. Nicht zum Aushalten. Moment. Ich weiß schon. Das war knapp, Snake. Ocelot, dafür wirst du büßen. Ich meine, hat sich das Ding erst aktiviert, nachdem wir das angepasst haben und angezogen haben? Ich meine, das muss ja so, ne? Ich meine, da, woher sollte Ocelot überhaupt wissen, wann wir überhaupt entkommen können? Das muss irgendwie sowas haben. Sie haben meinen Plan verstanden, ne? Unglaublich, dass er geklappt hat. Das war zu knapp, Snake. Ja, hübsche kleine Überraschung. Eine Bombe in der Ausrüstung verstecken. Verachtenswert. Ja, vergessen wir das. Gehen Sie schnell zur unterirdischen Basis. Die Zeit ist fast abgelaufen. Was ist, Snake? Nichts. Ich wollte nur speichern. Jetzt nicht selber das noch so gewusst hätte, wirklich wie der Cyborg Ninja mich darauf hingewiesen. In China sagt man, Voreiligkeit bringt wenigen Erfolg und vielen Misserfolg. Rücken Sie vor, wenn es sicher ist, und ziehen Sie sich bei Gefahr zurück. Entscheiden Sie das je nach den Umständen. Okay. Die Maden hier nicht mehr drin. Nee, doch, die Maden sind noch da. So, weg hier. Thank you.
Nichts wie weg hier. Ah, frische, klare Luft. Endlich wieder Luft. Ah, herrlich. Bin wieder draußen. Gott sei Dank. Gut. Ja, dann wollen wir mal wieder vorsichtig durchs Minenfeld gehen.